Ein fluschiges Hallöchen, Leute. Ich bin's, euer Fluschi-Zockt. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So, Leute, ich möchte euch vorab was Wichtiges mitteilen für die Unwissenden. Und zwar möchte ich am 1. Januar um 18 Uhr ein Mario Kart 8 Silvester-Special mit euch machen. Und ich habe mir auf jeden Fall echt was überlegt, was wirklich, ja, also ich habe mir natürlich Regeln überlegt, die man im Special beachten muss. Die werde ich euch natürlich zeigen. Wer alles dabei sein will, der muss natürlich das alles befolgen. Und zwar am ersten Grand Prix muss jeder mit Yoshi plus Go-Kart fahren. Und im zweiten Grand Prix müssen alle mit Mi fahren. Im dritten Grand Prix müssen alle mit Leichtgewicht fahren. Egal ob Baby Mario, Baby Luigi oder ja. Vierter Grand Prix, alle müssen mit Bike fahren. Und der letzte Grand Prix, der fünfte GP, also kann jeder frei entscheiden. Falls ihr euch fragt, wie das, ja, warum überhaupt immer die Auswahl wechseln, obwohl das nicht mitten im Raum geht, also man kann ja leider nicht direkt, wenn jetzt der erste Grand Prix zu Ende ist, dass man dann den Charakter wechseln kann, also ja, ich werde immer nach jedem Grand Prix nochmal rausgehen und nochmal einen neuen Raum öffnen. Ja, ist leider nicht so fortgeschritten als die Mario Kart 8 Deluxe, dass man so direkt so die Auswahl ändern kann, so nach dem ersten Grand Prix. Und ja, wer noch dabei sein will, kann mich auf Skype anschreiben, also Maxi Nintendo heiße ich. Bei Discord habe ich noch einen eigenen Server erstellt. Wer gerne beitreten möchte, werde ich den Link in der Videobeschreibung packen. Und jetzt geht's auf jeden Fall online in Mario Kart 8 weiter. So, Leute, dann fangen wir mal direkt hier an, wie gewohnt. Und ich möchte euch auf jeden Fall was erzählen. Also, ja, ich war gestern wieder mit Mario Kart 8 wirklich, also Mario Kart 8 Deluxe am Suchten gewesen. Ja, ich habe es gestern endlich am Abend geschafft, die 10k, also ja, 10.000 Punkte zu knacken im Online-Modus. Und ja, Leute, es war so emotional gewesen gestern, echt heftig, muss man sagen, echt, also das war richtig krank gewesen. So, wie man sieht, hier zig Japaner, ey, weil ich eine Japanerin gejoint bin, darum. Ist ja echt voller Japaner. Ja, also ich muss echt sagen, dass es echt heftig ist. Also der ja, Mario Kart 8 Deluxe, wenn man global geht, weil ich bin fast nur Japsen gejoint. Das ist echt krank. Wirklich. Also es sind so viele Japaner, obwohl ich Abend gezockt habe. Also oder mittags. Da ist ja schon nachts oder Mitternacht oder so. Wir haben ja schon, ja, andere Uhrzeit als hier in Deutschland. Verdammt, aber ich muss mich hier konzentrieren, ey, so eine Scheiße. Und die benutzen da die Ranke oder, diese Scheiße. Ach komm, ich bin so ein Hurensohn, ich kann halt nichts, Leute. Ihr seht hier, ich hab's total verlernt, weil ich Mario Kart 8 Deluxe gezockt hatte, ey. Absolut lost bin ich. Absolut lost. Nee, das wird nichts mehr. Nee, Leute. Ich hab's total verlernt. Absolut. Ich bin eine Schande, ey. Absolut. Also, ich war so richtig laut gewesen gestern, ey. Das ist echt. Das hat mich sowas von im Kopf zerstört und so, das Spiel, ey. Also, das Item-System ist echt wirklich krank, Mario Kart 8 Deluxe. Absolut. Es kommen so viele blaue, alles Mögliche, ey. Das ist wie ein dritter Weltkrieg, finde ich. Das ist krass, ey. Absolut krass. Komm, können wir noch irgendwie Fünfter werden? Ah, scheiß die Wand an, Alter. Vor dem scheiß Ziel noch, Alter. Leck mich am Arsch jetzt. Lol, der wurde doch vor dem Ziel getroffen. Den Morten. Heftig. Okay. Ja, verdient. Geil. Aber das war ja eigentlich noch genau auf dem Ziel, ne? Glaube ich.
Ja, komm, ich laber, ich sabbel wieder zu viel, weißt du, ich komme einfach nicht im Rennen klar. Das war schon klar gewesen, wie das passiert. Aber ich nehm's nicht ernst, weißt du, das ist Mario Kart, weißt du, man sollte jetzt nicht das Spiel so ernst nehmen. So, Leute, die große Drachenmauer. Okay, auf geht's hier. So, jetzt muss ich mal das Commentary ein bisschen etwas sacken lassen. Tut mir leid. Weil ich will ja nicht die ganze Zeit hier hinten sein. Ne? Ich will ja hier meine Lines präsentieren. Oder? Kann man nicht sagen, ich habe keine Lines, ich weiß. So, da ist die Japanerin vor mir, die ich gejoint bin. Mit Morten fährt. Aha. Ich bin einmal dir echt auf den Sack gegangen. Also einmal habe ich aus Versehen die mit der Hupe. Also habe ich aus Versehen mit einer Hupe getroffen. Also es war richtig extrem gewesen. Ja, das wollte ich echt nicht, ey. Aber ja. So. Ich bin Zweiter. Soweit. Aber komm, es kann noch so viel passieren. Yo, das Item spielt echt mit, muss man sagen. So. Ja, okay, mit Pilzen kann ich mich zufrieden geben. Absolut. Das hatte ich mir auch gewünscht. So. Jetzt bin ich ein bisschen weit gekommen, aber ich krieg eine rote ab. Ich krieg eine rote ab. Ja. Ja, nochmal eine rote. Mhm, weil es so schön ist. Ja, der hat drei rote gehabt. Ey, was für eine Fotze, ey. Nein. Ey, fuck you. Ja, ich bin lost. Absolut lost. Okay, Leute. Candy, also, Sweet Sweet Canyon oder so, wie die Strecke auf Englisch heißt. Auf Deutsch weiß ich nicht mehr genau. So. Ab geht's hier. Ja, alles klar. Mhm. Bin jetzt wieder wie gewohnt am früher Morgen aufnehmen. Also ja, kein Wunder, warum da jetzt so viele Japaner sind, ne? Morgens trifft man immer halt Japaner. Also so Japaners. Japsen. So. Ich krieg gleich den letzten Rotz wieder. So, ihr werdet den Part, denke ich mal, noch am 31. sehen, also am letzten Tag, ja. Ja, 2007 noch, ne? Man muss sich leider schon mit 2017 verabschieden. Also für mich persönlich war das jetzt, ja, ich sag mal so, das war jetzt nicht mein Jahr gewesen. Und ich werde hier echt wieder, nee, Leute, ich glaube, das wird heute nichts, das wird nichts, nee. Nee, nee. Also es ist wirklich viel passiert, muss ich sagen, dieses Jahr. Also es ist wirklich, ja, auch, ja, viel Schlimmeres, also, ja, auch traurige Sachen passiert. Also, ja, einer ist verstorben aus meiner Familie. Das ist wirklich sehr bitter. Also mein Opa aus Polen ist leider mit 68 verstorben. Und, ja, was ich noch doof finde, also das ist ja die Ausbildung abgebrochen hatte als Kfz-Mechatroniker, dass ich jetzt vor gar nichts schere. Also im Großen und Ganzen, ja, war das ja einfach nicht mein Jahr gewesen, ganz ehrlich. Also, ja, leider Gottes. Naja, wie war eigentlich euer Jahr gewesen, also das Jahr? War es vielleicht besser gewesen? Oder ja, schreibt es mir in den Kommentaren, wie euer Jahr war.
So Leute, dann machen wir mal die Strecke wieder erneut weiter. So. Okay, das letzte Rennen machen wir noch hier. Boah, gegen die Japaner, ey. Das ist echt nervig, aber komm. Ist immer morgens so. LOL, wie war das denn jetzt passiert? Okay, ich nehme die Abkürzung nicht, weil ich ein Schisser bin. Ist mir egal. Absolut scheißegal. Mach jetzt. Oh, den Golden Boost hättest du richtig machen sollen, ey, Mann. Ich hab's total verlernt, ey. Aber voll gewichst, so macht die Sache halt echt schwer. Ah, das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Nein. Ich mach's echt sowas von auf Kampf hier, ey. Ja, ist geklaut, schon klar. Komm, das letzte Rennen will ich noch versuchen, auf den ersten zu kommen. Weil das Beste kommt zum Schluss, ne? Kann man so sagen. Wenn jetzt keine blaue hoffentlich kommt oder so. Bitte Gott. Ah, das war so gay gemacht. Absolut gay. LOL! Ah, nein. Nein, ist dir jetzt egal. Absolut egal. Ich nehme die Abkürzung nicht, ist mir egal. Und der hat verkackt, habe ich gesehen. LOL, das ist meine Chance. Komm, komm. Das Ding holen wir uns. Yes. Wir haben es. Ja, wir haben es, Leute. Gut. Wie schon bekannt, Leute, das Beste kommt zum Schluss. Ja, so muss das sein. Gut, Leute. Dann höre ich jetzt mal den Part auf. Ja, nochmal. Ja, am Ende möchte ich euch nochmal sagen, also wer nochmal Bock hat, also wer Lust hat, in meinem Fanum dabei zu sein, also mein Mario Kart 8 Silvester Special, werde ich also am 1. Januar um 18 Uhr kann sich bei mir ruhig melden, also ja, auf Skype, ihr wisst schon Bescheid, Maxi Nintendo, werde ich euch einblenden und der Link zu meinem Discord-Server, also zu meinem, ja, Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe Funrooms, ja, werde ich in der Videobeschreibung packen. Den Link. Und ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen und einen guten Rutsch.